Wakey wakey, Zinus. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Castle. Heute machen wir das Fachwerkhaus zu Ende. Sprich, ich habe mich jetzt ausgerüstet mit keinem Dirt. Habe ich gerade gesehen. Aber mit Holz. Ich muss jetzt hier erstmal hoch. Und das ist jetzt super gefährlich für mich. Ich muss jetzt mal einmal hier gucken. Da ist es komplett drauf. Dann würde ich die erste Schicht wahrscheinlich hier genauso machen. Ich würde jetzt hier einfach entlang gehen. Und einmal das komplette Haus umziegeln mit diesen Treppchen. Ich habe auch gesehen, dass man da noch allerlei andere Sachen aus Netherbricks machen kann. Aua, das habe ich mir fast gedacht. Glückwunsch dazu. Und ja, ich versuche jetzt einfach mal die Ziegel hier hochzuziehen und hoffe dann, dass das einigermaßen aussieht. Und ja, ich finde die Farbe an sich ist eigentlich ganz cool. Wir müssen jetzt gucken, wie wir das hier machen. Ich würde es jetzt hier, glaube ich, überstehen lassen. Die von den Ziegeln her. Okay, da hätte ich kein Ding hin machen müssen. So würde ich es, glaube ich, tatsächlich machen. Dass das hier quasi überall übersteht. Und dann mache ich das auf der anderen Seite ganz genauso. Dafür jetzt natürlich Holz zu nehmen, ist natürlich total dämlich, blablabla. Ich sehe schon die Kommentare. Aber ich habe jetzt gerade nichts anderes gehabt und ich wollte jetzt auch nicht wieder runter. Mir erst noch Dirt holen. Das ist nämlich in der Kiste unten, im Weinkeller. Dann hätte das wieder gedauert und das wieder gedauert. Und dazu habe ich leider gerade überhaupt keine Zeit für solche Spirenzien. So, ist das genau gegenüber? Ja, würde ich sagen. Dann ziehen wir das jetzt einfach mal hier so entlang. Mal schön gucken, dass wir nicht runterfallen, logischerweise. Und jetzt ein Half-Step und tipp, ziehen wir das einfach weiter hoch. Es wird natürlich sehr, sehr spitz, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob ich das komplett spitz zulaufen lassen will oder ob ich nicht einfach zwischendurch mir denke, naja, möchte ich nicht vielleicht etwas abflachen. Aber wir werden erstmal schauen, wie viele von diesen Treppen wir hier haben. Und dann wird sich das wahrscheinlich von ganz alleine irgendwann ergeben, dass wir einfach schauen, wie viel wir da insgesamt machen. So, das ist jetzt natürlich schlecht. Kann natürlich weiterhin so sein. Crouch ich doch mal weiter. So, gehe ich mal wieder auf die andere Seite. Das ist schon relativ hoch. Also ihr seht, hier ist ungefähr die Mitte. Und das wird ein relativ, ich denke, das wird ein relativ hohes Dach. Aber das sieht hinterher natürlich auch total schön aus, weil wir die Kronleuchter, die wir da reinmachen können, können wir natürlich auch beliebig hochziehen mit den Ketten. Und ich glaube schon, dass das hinterher ziemlich schön aussehen kann. Weshalb ich das auch einfach so hoch mache. Die Balken etc., die werde ich dann mal irgendwann in einer Offstream-Folge reinziehen. Ich werde jetzt einfach nur das Dach decken, das wir auf jeden Fall hier zu haben. Und schauen, dass ich vielleicht die Paper Ones noch dazu packe. Das ist jetzt eh alles noch random, was ich hier mache. Ich gucke mir jetzt die Vorlage auch nicht mehr an. Ich habe das am Anfang getan. Ich gehe schon wieder ganz weit vom Mikro weg. Es tut mir leid, Leute. So. Die Streams übrigens könnt ihr nachschauen auf meinem Twitch-Kanal www.twitch.de/flocke. Die Aufzeichnung lasse ich nämlich immer drin. Und gleich haben wir keine Slabs mehr. Oh je, das sind wirklich mehr, als ich dachte. Aber die sind halt schön. Muss man auch mal sagen. So, jetzt springe ich mal kurz hier runter. Tu mir weh. Und schau, ob wir noch irgendwo eventuell noch was haben. Ansonsten hat Items die, glaube ich, alle ins Lager gepackt. Ist nämlich, wir haben dann nichts mehr. Aber es zieht sich ganz gut hoch, sieht ganz gut aus. Und ich denke, wenn das fertig ist, wird das ein sehr schönes Gebäude sein. Bin ich übrigens sehr stolz drauf, auch wenn ihr das vielleicht etwas lächerlich findet. Aber ich bin da sehr stolz drauf, weil das mein erstes richtiges, nach Vorlage gebautes Gebäude ist. Nether. Okay, so allzu viel haben wir jetzt tatsächlich nicht mehr. Das heißt, ich muss den Ofen nochmal anschmeißen. Und noch ein bisschen was braten, aber das ist ja auch gar kein Problem. Oder auch doch, wenn nämlich nichts mehr im Ofen drin ist. Good job. Dann brate ich einfach bei mir. Obwohl mir gerade was einfällt. Da hinten ist ja auch noch ein Ofen. Also so richtig, ja, sortiert ist das ja auch noch nicht, ja. Hier hinten ist auch noch ein Ofen, da schmeißt man irgendwie zwischendurch was rein. Dann gibt es die großen Öfen. Das war die falsche Kiste. Das war die richtige Kiste. Da ist es. Perfekt.
paar Nether Bricks fertig. Ich befürchte auch, dass das nicht reichen wird. Aber an sich sieht das ja eigentlich ganz gut aus. Nächste Folge wird auch wieder eine Cut-Folge sein. Da habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit, hoffe ich. Sodass ich ein bisschen mehr Zeit investieren kann in die Folge. Und dann sieht das auch alles ein bisschen interessanter für euch aus. Nur jetzt schaffe ich es halt tatsächlich gar nicht zu cutten. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, jetzt haben wir wieder 30 Stück. Das wird wahrscheinlich vorne und hinten nicht reichen, aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. So, waren wir da. So. Das wird vorne und hinten nicht reichen. Tatsächlich verschätze ich mich in den Anzahlen der Blöcke immer. Ich kann diese Dimension überhaupt noch gar nicht schätzen. Obwohl ich ja jetzt schon relativ... Hallo? Kannst du nicht einfach dich umdrehen? Obwohl ich ja jetzt schon relativ viel mit Bauen und sowas zu tun hatte. Aber es ist einfach super schwer, die Dimension zu schätzen. Wir sind immer noch nicht auf der Mitte. Vielleicht sollten wir mal so eine kleine Dings hier machen. Hier ist nämlich die Mitte. Genau hier. Und da könnte man ja eigentlich schon mal so ein Brick draufsetzen. Das zeigt, hier ist die Mitte. Also da fehlt noch ein bisschen was. So. Auf der anderen Seite halt auch, deswegen müssen wir da wieder viel vorbereiten, viel braten. Das werde ich dann gleich einmal machen. Aber dann haben wir die eine Seite auf jeden Fall schon mal fertig und es ist unglaublich viel. Als Items gesagt hat, er hat 10 Stacks mitgebracht, habe ich mir gedacht, ja, das reicht ja locker. Jetzt mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass das locker reicht. Aha, das sind noch eine Menge auf jeden Fall. Es ist ein ziemlich hohes Dach. Die Frage ist, bauen wir das wirklich so hoch? Ich würde es so tatsächlich lassen. So. Ist auch gar nicht schlimm. Ich kann ja wieder was essen. Und noch ein bisschen Netherrack zum Braten. Und in der Zwischenzeit würde ich mal einmal kurz mein Pferd wieder in den Stall bringen. Und auch jetzt mal beide Türen aufmachen. So. Unsere Quarry fördert im Moment wohl nicht. Irgendwie ist uns das aufgefallen. Müssen wir auch nochmal uns drum kümmern, warum diese Quarry nicht fördert. Und da ist das zweite Tor. Ich glaub's ja nicht. Tatsache. Nein, 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 nein. Du bleibst da, wo du bist. So. Alles klar. Nametag muss ich auch noch suchen. Ich habe gehört, man kann das gar nicht so craften, sondern muss das suchen. Wir haben auch leider nichts im Lager. Und ich habe hier einmal hingeschrieben, dass ich einen Nametag brauche. Dass die anderen das eventuell mitsuchen können. So. Dann gucken wir mal. Ansonsten haben wir auch noch Glas. Da könnten wir jetzt auch noch mal wegen den Fenstern gucken. Und dann kann ich ja auf die Fenster, müsste ich ja drauf schisseln können. Da wollte ich ja dann auch noch was machen, so ein Fensterornamentgedöns. Aber erstmal würde ich da jetzt ganz normale Fensterdinger vormachen. Okay. Haben wir natürlich nicht mit, sondern wieder in der Truhe, aber wahrscheinlich unten. Ist mir jetzt gerade aufgefallen, wo ich hier hingelaufen bin. Das ist an sich nicht tragisch, wir brauchen ja noch ein paar Fenster. So, das muss jetzt mal weg. Und das ist eine Fensterfront. So, hier zwischendrin wollte ich eigentlich auch noch Fenster reinmachen, da muss ich aber tatsächlich gucken. Dann wollte ich hier noch so Blumentöpfe dran machen. Und ich wollte gucken, ob ich diese Sprucewood Slabs komplett um das Haus rum mache. Da könnt ihr ja auch mal eure Meinung zu abgeben, ob ihr glaubt, dass das gut aussieht oder eher nicht. Was ich jetzt schon mal mache, sind die Sachen hier abbauen, dass wir da jetzt gleich weiterbauen können. Aber ich befürchte, dass auch dieser Stack an Netherrack nicht reichen wird. Weshalb ich glaube, ich euch noch mal einmal mitnehme in den Nether. Das könnten wir jetzt eigentlich mal kurz machen. Habe ich irgendwas mit, was... Ne, da ist noch ein bisschen Netherrack. Aber halt auch keine Kohle. Schmeiße ich jetzt mal eben noch Netherrack in die Dinger hier rein und dann... Gehen wir nochmal zusammen in den Nether. Mittlerweile wurde der Nether nämlich gefixt. Das
sodass wir da rein können, ohne dass Debitors und Castcrafters Armee uns umklatschen. Was ich an sich ganz angenehm finde, so. So, tun wir hier jetzt einfach mal noch den Rest rein. Und gehen mal kurz Netherrack holen. Das Portal habe übrigens ich gebaut, wollte ich nur mal so sagen. Ja, so, das weiß ich nämlich auch, wie das funktioniert. Und zwar sind wir auch direkt an so einer Festung. Ich war auch noch nie im Nether in einer Festung, weil ich so viel Schiss habe, dass ich in irgendeiner Art und Weise vielleicht sterben könnte. Oh, oh wow, Haste is real. Das ist verdammt... Ich wusste nicht, dass meine Hacke so schnell hackt. Das ist ja der Wahnsinn. Holy shit. Ist vielleicht auch jetzt nicht die beste Idee gewesen hier. Ich meine, die hakt natürlich schon schneller als andere Haken. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt hier so ein Rasenmäher-Spiel daraus macht. Ja. Sagen. Was hat die denn drauf? Efficiency 2. Okay, ich wusste nicht, dass Efficiency 2 schon so schnell ist. Ich weiß gar nicht, ob das damit was zusammenhängt überhaupt, aber was anderes kann es ja nicht sein. Oh Gott. Jo. Aber das ist kein Problem. Da habe ich jetzt noch schnell, bin ich ja noch schnell weggekommen. So, wie viel haben wir jetzt? Ich glaube, das reicht schon. Ja, tatsächlich wird das reichen. Und dann können wir auch schon wieder zurückgehen. Ich weiß gar nicht, ob ich in die richtige Richtung gelaufen bin, aber ich glaube, wir haben beide Richtungen tatsächlich heute im Stream schon beleuchtet und können dann demnächst mal schauen. So. Dann müssen wir noch forschen und den ganzen Krams. Das müssen wir auch alles noch machen. So. Hier auch noch zwei Stacks rein. Ja, vielleicht sollte ich noch Kohle reinmachen. Nehmen das schon mal mit, was hier drin ist. Und verschwinden mal nach vorn. Gucken wir mal, wie weit der Ofen hier ist. Ah, ich muss das Glas da rausnehmen. Good job. So, haben wir mal wieder so ein paar. Auch das wird ja nicht reichen. Vier. Dann lassen wir das einfach mal noch weiter braten und schauen mal kurz, was man noch so hier tun könnte. Mich würde mal interessieren, was das hier ist. Das habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Ich hatte nur kurzzeitig gesehen, dass hier irgendwas ist. Was soll das sein? Das wird die Kirche. I see, okay. Ah, okay. Das ist da, wo der Priester dann zu Hause ist. Auch nicht schlecht. Ich fände Dirt-Treppen voll cool, wenn es die geben würde. Da würde so einiges besser aussehen hier. Oh, ich wollte das nur mal ein bisschen begradigen hier. Dass es nicht so ganz so krass wirkt. Vielleicht kann man hier auch noch irgendwie später so ein... Ist eigentlich ganz süß, oder? Der Kurier, der muss auch gerade schlafen. Der hat auch viel getan. Dann schlafen die einfach immer da. Was ist hier drin? Aha, aha, Water Wheel, aha, aha. Interessant, gut. Das hier ist unsere automatische Farm. Beziehungsweise Joes automatische Farm. Unsere kleine Farm. Zack. Könnten wir mal wieder hoch, ne? Haben wir jetzt auch ein bisschen Dirt. Das reicht, glaube ich, auch nicht. Packen wir mal. Da sind halt wieder nicht viele, ne? Und so wird das erst recht nichts. Und das ist mir auch noch runtergefallen. Okay. Heute läuft also wieder richtig. So richtig, richtig. So.
Ah, es ist leider ein wildes Hin- und Hergelaufe heute. Es tut mir sehr leid. Wie gesagt, wenn die Zeit es zulassen würde, würde ich die Folgen desingehend auch cutten, aber leider habe ich jetzt 19.38 Uhr auf der Uhr und ich muss um 20 Uhr los zur Arbeit. Ihr seht, wie wenig Zeit mir da bleibt. Ich muss die erste Folge wenigstens noch schneiden, dass ich sie noch hochladen kann. Und das sind Dark Oak. Ach, da hatten wir schon alles rausgeholt. Eiskalt an den Öfen vorbeigelaufen. Wieder ein paar. Wie gesagt, ich schüssel noch Blumenkästen, die kommen noch davor. Noch allerhand weiteres Zeug. Ich hoffe auch, dass wir demnächst mal schaffen, vielleicht auch mal zusammen zu streamen. Einfach, damit wir auch so ein bisschen vorankommen und uns ein bisschen besser absprechen können. Weil das ist schon doof, wenn man nie eigentlich zusammen Folgen aufnimmt und dann irgendwie was besprechen muss. Und dann müssen halt teilweise zwei Leute einfach sagen, komm, wir machen das jetzt. Weil man sich einfach nicht mit allen besprechen kann. Das ist ja schade. Für demnächst kriege ich mal alle so an einen Tisch oder an einen Stream. Das wäre ganz cool, wenn man das mal machen könnte. Übrigens musste das Tor weichen, ihr seht. Katze hat da ein bisschen was gebastelt. Das habt ihr bestimmt auch schon in seiner Folge gesehen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das so wird. So, das war's schon wieder. Also. Eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit, dieses Dach. Aber das ist, wenn man gerade im Stream hätte ich zum Beispiel eigentlich auch schon mal Sachen machen können. Warum stehst du eigentlich hier vor diesen Öfen? Hm? Herr Priester. Schon wieder. Also die Taktik ist ganz gut, glaube ich. Hier können wir schon ganz gut fahren. Jetzt haben wir da vielleicht noch ein paar drin und dann ist das Dach ja quasi schon fertig. So. Können wir mal wieder hoch. Mal ein Dirt weniger. Vielleicht sollten wir da wieder noch ein bisschen was mitnehmen. Aber in diesem Stil soll das Fachwerkhaushalt sein. Ich hätte mir weitaus einfachere Sachen als das aus Nether Bricks zu machen einfallen lassen können, aber ich wollte es halt unbedingt. Ich habe einen gemacht und fand den so schön. Stimmt, mir ist ja auch noch einer runtergefallen. Soll ich vielleicht auch mal runtergehen? 2, 3. Aber wir sind schon hier angekommen, Freunde. Sehr gut. Das heißt, wir müssen hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 machen. 17 Stück. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal meinen Rundgang mache, sollte das eigentlich gehen. Das war knapp. Ich wäre sehr weit nach unten geflogen. Ah, 19 Minuten. Ich krieg das auch hin. Ich krieg das auch hin. Das war wenigstens das Dach oben zumachen können. Das würde mich freuen. Wenn wir das jetzt noch in der Folge schaffen, da wäre ich wirklich eine glückliche Flocke. Ah, das sieht gut aus. Hier sind einige Breaks fertig. Das sieht sehr gut aus. Dann gehen wir mal wieder fix zurück. Ich habe ja gesagt, meine Folgen sind immer so um die 20 Minuten. Jetzt gleich haben wir genau 20 Minuten. Das heißt, ich schaffe das noch. Ich schaffe das. Ich schaffe das. So.
dann haben wir jetzt wahrscheinlich auch zu wenig. Ja, einen können wir noch machen. Aber zu wenig normale. Aber dann haben wir das mit den Stairs auf jeden Fall schon mal fertig. Das ist das, was ich auch heute fertig machen wollte. Das wäre jetzt echt cool, wenn das noch klappen würde. Wenn wir die noch fertig kriegen. Dass wir uns nicht mehr um die Stairs kümmern müssen. Okay, und ich habe mich hart verzählt wahrscheinlich. So wie es aussieht. Ich habe mich einfach hart verzählt, alles klar. Einfach mal um zwei verzählt. Geil. Au. Aber kriegen wir hier immer 4 raus. Okay. Ta-da-da-da. Perfekt. Und hier ist es jetzt natürlich, weil es ungerade ist, müssen wir jetzt da die Nether Bricks noch reinmachen. Und dann könnte man. Aber ich glaube. Das da gemacht? Ich weiß es gar nicht. Jo. Alles klar. Und wir hatten hier doch noch welche reingetan. Wo die nicht unbedingt rein müssen. Nämlich hier. Die können wir jetzt auch wegmachen. Hier die beiden. Nämlich da oben hoch. Hier hin. Und dann sind wir fast fertig damit. Dann haben wir aber wenigstens schon mal das Dach stehen. Das freut mich sehr. Da können wir mal von weitem gucken. Das sieht doch hervorragend aus. Also ich finde, das sieht super aus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Mal hier gucken. Aber ich finde, das sieht echt schön aus. Und ja, das war's auch schon wieder mit der Folge. Schaut auf jeden Fall morgen vorbei, wenn ich dann wahrscheinlich offscreen einmal das Haus zu Ende gebaut habe. Das werde ich wahrscheinlich dann in der also an dem Tag machen, wo die Folge vorher kommt. Dass ich das so ein bisschen schön machen kann. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut!